Yeah, yeah, bam, 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 ja, da, 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 da. Die Hoffnung bleibt, dass die da oben bald begreifen, dass ihnen diese Welt nicht gehört. Die Hoffnung bleibt, dass die Wirtschaft mal kapiert, dass sie nicht wachsen kann, wenn sie die Welt zerstört. Auch wenn die Welt verrückt spielt, glaubt weiter fest daran, dass vieles sich zum Guten wenden kann. Damit ihr Hoffnung habt, damit ihr Hoffnung habt. Hey, feiert, lacht und singt, damit ihr Hoffnung habt, damit ihr Hoffnung habt, damit ihr Hoffnung habt. Und dass die Sonne scheint für jeden, der im Dunkeln tappt, damit ihr Hoffnung habt. Die Hoffnung bleibt, dass einmal alle Religionen im Frieden mit Respekt koexistieren. Die Hoffnung bleibt, dass die, die was zu sagen haben, die Wichtigkeit von Kindern realisieren. Auch wenn die Welt verrückt spielt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Zu glauben hat schon manchen Berg versetzt. Damit ihr Hoffnung habt, damit ihr Hoffnung habt. Hey, feiert, lacht und singt, damit ihr Hoffnung habt, damit ihr Hoffnung habt, damit ihr Hoffnung habt. Und dass die Sonne scheint für jeden, der im Dunkeln tappt, damit ihr Hoffnung habt. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist wieder Mittwoch und heute können wir wieder gemeinsam Laudes feiern. Noch nicht gemeinsam an einem Ort und doch sind wir vereint. Lasst uns nun gemeinsam diese Laudes feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Am Anfang dieser Laudes möchte ich mit euch ein Vorbereitungsgebet beten. Manche von euch kennen es vielleicht. Für mich ist es ein guter Start, um mich auf eine Zeit der Stille einzulassen, um zu sagen, hier bin ich und mich in die Gegenwart Gottes zu stellen. Ferner und naher Gott. Da bin ich. So wie ich da sein kann, bin ich da. Mit meinem Leib, mit meinem Geist, mit der Kraft und Liebe meines Herzens. Was noch nicht von mir da ist, hole ich von draußen herein. Und wo bist du? Lass mich jetzt deine Gegenwart erfahren. Lass mich darauf vertrauen, du bist mir näher, als ich mir selber bin. Lasst uns nun gemeinsam Psalm 77, die Verse 2 bis 21 beten. Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist ein Gott so groß wie unser Gott? Ich rufe zu Gott, ich schreie. Ich rufe zu Gott, bis er mich hört. Am Tag meiner Not suche ich den Herrn. Unablässig erhebe ich nachts meine Hände. Meine Seele lässt sich nicht trösten. Denke ich an Gott, muss ich seufzen. Sinne ich nach, dann will mein Geist verzagen. Du lässt mich nicht mehr schlafen. Ich bin voll Unruhe und kann nicht reden. Ich sinne nach über die Tage von einst. Ich will denken an längst vergangene Jahre. Mein Herz grübelt bei Nacht. Ich sinne nach, es forscht mein Geist. Wird der Herr mich denn auf ewig verstoßen und mir niemals mehr gnädig sein? Hat seine Huld für immer ein Ende? Ist seine Verheißung aufgehoben für alle Zeiten? Hat Gott seine Gnade vergessen? Im Zorn sein Erbarmen verschlossen? Da sagte ich mir, das ist mein Schmerz, dass die Rechte des Höchsten so anders handelt. Ich denke an die Taten des Herrn. Und ich will denken an deine früheren Wunder. Ich erwäge all deine Werke.
und will nachsinnen über deine Taten. Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist ein Gott, so groß wie unser Gott? Du allein bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht den Völkern kundgetan. Du hast mit starkem Arm dein Volk erlöst, die Kinder Jakobs und Josefs. Die Wasser sahen dich und bebten, die Tiefen des Meeres tobten. Die Wolken gossen ihr Wasser aus. Das Gewölk ließ die Stimme dröhnen. Auch deine Pfeile flogen dahin. Dröhnend rollte dein Donner. Blitze erhellten den Erdkreis. Die Erde bebte und wankte. Durch das Meer ging dein Weg, dein Pfad durch gewaltige Wasser. Doch niemand sah deine Spuren. Du führtest dein Volk wie eine Herde. Durch die Hand von Mose und Aaron. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Jetzt und in alle Zeit und in Ewigkeit. Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist ein Gott so groß wie unser Gott? Heute gibt es ein ziemlich gepfeffertes Evangelium. Und es kommt aus dem Evangelium nach Matthäus. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, das sage ich euch. Bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Wenn ich dieses Evangelium mal ganz kurz zusammenfassen darf, dann bedeutet das, halte dich ans Gesetz, halte dich an die Regeln, halte dich an die Gebote und dann wirst du groß sein im Himmelreich. Dann wirst du, wenn du dich daran nicht hältst, wirst du klein sein, wirst du entsprechend im Himmelreich keinen Erfolg haben und ja, in der Hölle landen. Oh mein Gott, heißt das jetzt, dass Gott mir alles vorschreibt und dass ich mich tunlichst jetzt an jede Regel halten sollte, vor allem an jede Regel, die die katholische Kirche mir vorschreibt? Meine Meinung dazu ist, wenn wir das so sehen, dann würde jeder von uns in die Hölle gehen. Ich finde vielmehr, wäre es sehr sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, wie viel diese Gebote, die damals in dem damaligen Zeitkontext entstanden sind, wie viel diese Gebote heute wert sind und was sie vor allem eben auch heute bedeuten für uns. Ich möchte euch nur kurz das an Beispiel von Mohammed aufzeigen, denn Mohammed hat ja im Koran auch geschrieben, du darfst kein Schweinefleisch essen. Das kam vor allem ja auch daraus, dass es eben schneller schlecht wurde und damals Krankheiten ausgelöst hat. Und Muslime essen heute noch kein Schweinefleisch. Wie stehst du also zu den 10 Geboten in der heutigen Zeit? Ich möchte dich anregen zu hinterfragen, ob Gott uns alles vorschreibt. Oder was diese 10 Gebote und was die Regeln der Kirche für uns heute bedeuten. Wo erhebst du den Anspruch, Gesetze zu erlassen? Wo könntest du darüber nachdenken, ob du vielleicht ein Gesetz, das an sich christlich wäre, wo du ein Gesetz überschreitest, das in der heutigen Zeit sinnvoll wäre, umzudenken? Was sind unsere heutigen Gebote? Wir wollen jetzt gemeinsam das Benediktus singen.
Ihr könnt gerne dazu aufstehen. Der Text wird im Video eingeblendet. Licht aus der Höhe, leuchte allen, die in Finsternis sind und im Schatten des Todes. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns seinen starken Retter erweckt, im Hause seines Knechtes David. So hat er verheißen von alters her, durch den Mund seiner heiligen Propheten. Er hat uns errettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Er hat uns geschenkt, dass wir aus Feindeshand befreit ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Vor seinem Angesicht all unsere Tage. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken, in der Vergebung der Sünden. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Licht aus der Höhe, leuchte allen, die in Finsternis sind und im Schatten des Todes. Wir wollen jetzt gemeinsam Fürbitte halten. Zwischen den Fürbitten seid ihr eingeladen, mitzusingen. Herr, mein Beten steige zu dir auf, wie Weihrauch, wie das Opfer am Abend, wenn ich meine Hände erhebe. Der Text wird eingeblendet werden. Herr, ich bitte dich für alle Opfer von Rassismus und von Fremdenfeindlichkeit. Lass die Zeit jetzt endlich ein Aufwachen werden, dass Alltagsrassismus besiegt werden kann. Yeah.
Guter Gott, ich bitte dich, lass uns erkennen, dass auch unser Denken manchmal von Rassismus geprägt ist. Lass uns das angehen, dass wir mit uns selbst ins Gericht gehen, nicht zu hart ins Gericht gehen, aber dass wir doch immer wieder überprüfen, ob das, was wir denken, nicht vielleicht Leute verletzen könnte, Leute diskriminiert, Leute ausschließt. Und lass uns ruhig werden, damit wir gemeinsam und solidarisch bei uns anfangend für einen Wandel in dieser Welt einstehen, der diese Welt gerechter und voll von Liebe machen soll. Eine Welt, so wie wir sie in deinem Sinne gestalten können. Herr, darum bitten wir dich. Guter Gott, ich möchte dir danken, dass du uns diesen neuen Tag geschenkt hast. Ich möchte dir danken, dass du uns jeden Tag neu segnest und dass du uns diesen neuen Morgen schenkst. Danke für dieses Leben. Wir wollen nun gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zum Abschluss möchte ich mit euch ein Gebet teilen, was mir sehr wichtig geworden ist und was für mich ein sehr guten Start in den Tag darstellt. Ich will aufbrechen in meine Wirklichkeit und das, was darüber ist. Am Morgen nehme ich mein Herz in die Hände. Der Welt wende ich mich entgegen, strecke meine Hand aus, sie zu nehmen und zu formen. Dir wende ich mich entgegen, bereit, deine Liebe zu empfangen und meine zu geben, hoffend und dankbar. Den vielen Ungereimtheiten, dem Unverständlichen, der Angst, der Ungewissheit zwischen Tatsachen und Träumen wende ich mich entgegen. Denn Glauben heißt Vertrauen auf deine Liebe.